Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich wieder ganz sehr, dass die liebe Susanne Lorey hier wieder mit mir zusammensitzt. Hallo liebe Susanne, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Silke, ich habe mich wieder auf dich gefreut und ich bedanke mich für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, die Susanne, die findet ihr auch auf YouTube, Lorey Training, auf Telegram genau und auf Facebook. Und du machst ja immer sonntags deine regelmäßigen Videos, wo du auch immer ganz nah am Puls der Zeit bist. Und da geht es in Richtung toxische Strukturen, Narzissmus, Hochsensible unterstützen. Und das ist immer fantastisch, auch deine Gedichte dazu. Kann ich auf alle Fälle empfehlen. Ihr findet auch unter diesem Video alle Links zu Susanne und deinen YouTube-Kanal verlinke ich auch nochmal oben in den Infokarten. Wir haben jetzt schon, ich glaube, 2 Videos zusammen gemacht. Da ging es auch um emotionale Entgiftungen. Also wir haben uns mal... Ich habe mal deine Themen aufgegriffen und wollte sie auf meinem Kanal ein bisschen aufbereiten. Und auch narzisstische Strukturen hatten wir schon. Ich werde im Laufe dieses Interviews auch die beiden Interviews mit dir oben verlinken. Mhm. Und was mir bei deinen Themen immer wieder aufgefallen ist, das machst du auch auf Telegram oder auf Facebook, gibt es dann immer mal so Abendgedanken, die mag ich auch immer sehr gern. Und was du auch immer so mit in deinen Videos aufnimmst, ja, folg keinen falschen Gurus. Ne? Also ob das jetzt... die spirituelle Szene ist, aber ich sehe das auch in der Aufklärerszene. Also ich beschäftige mich ja schon viele Jahre lang mit diesen Strukturen, in denen wir leben und merke auch immer, selbst in dieser Aufklärerszene, gerade auf Telegram, sind auch viele in meinen Augen, die nicht wirklich wahrhaftig sind, die die Menschen auch irgendwo abholen, ablenken, die sie nicht wirklich in die echte Aufklärung, in die zur echten Wahrheit, zur echten Wahrhaftigkeit führen. Also mir fällt es nicht nur in dieser Aufklärerszene auf, sondern auch eben auch in der spirituellen Szene, wie du sagst. Und du sagst, du warnst auch immer, folgt nicht den falschen Gurus. Schützt euch davor. Ja? Ja. Und da möchte ich dich nochmal gleich mal an dich abgeben, einfach um das für meine Zuschauer nochmal erklären. Deine Wahrnehmung dazu. Naja, meine Wahrnehmung. Schau mal, ich bin sehr kritischer Mensch. Und du weißt ja, dass hochsensitiv Menschen, ne? High-sensitive Personality nennt man die ja, dass die genau hingucken, die haben so eine Brille, ja, wo sie Menschen oder Dinge sehr viel stärker auch hinterfragen. Und was mir eben sehr stark auffällt, ist, dass momentan in der Szene, sei es jetzt in der Narzisstenaufklärerszene, du sagst ja bereits, in den spirituellen Kreisen, aber auch in diesen gesellschaftspolitischen Aufklärungen immer mehr Menschen unterwegs sind, die ich nicht als wahrhaftig empfinde. Mhm. Ja, und das sind so 2 große Flügel, kannst du sagen. Die eine Seite, da merkst du, die wollen einfach mit auf der Eisenbahn fahren, ja, oder die nehmen Anlauf, setzen sich auf den Gaul mit drauf und sagen, oh, super Themen da gerade, ja, das ist eine tolle Bühne, da können wir uns profilieren, da kriegt man Reichweite, da sind die Leute unterwegs, die wir brauchen, auch für ökonomische Dinge, ne, was dafür für Online-Buchverkauf und was sie alles da alles machen, ja. Das sind ja noch eigentlich die harmlosen Vorturner, sage ich immer, ja, weil die noch nicht so viel Unheil anrichten. Aber die zweite große Gruppe, und da habe ich ein sehr, sehr ungutes Gefühl, das sind für mich, jetzt lass mich es vorsichtig formulieren, sehr dunkle Energien, die, denen geht es nicht um Kohle oder so ein bisschen ja, ein paar Online-Kurse verkaufen, sondern denen geht es um Macht. Denen geht es um Macht, um Führung, um hohe Manipulation. Ich glaube auch, dass viele Persönlichkeiten, die da draußen rumspringen, die man so sieht, oft nicht allein agieren, sondern nur die Galionsfigur dunkler Kräfte sind, die teilweise auch, ich bin jetzt mal böse, eingekauft sind. Mhm. Weil das siehst du auch an den riesen Ballons des Marketings, wie sie sich darstellen. Also da ist viel Geld dahinter. Normalo hat so viel Geld nicht, dass er solche Werbung streut oder solche gigantischen, oft so, was so Marketing-Video, also marketingtechnisch hochwertige Videos schaltet oder Podcasts oder was auch immer. Ja? Und da glaube ich, dass hier ganz eindeutig Menschen entweder in die Irre geführt werden sollen oder auf eine Spur gebracht werden sollen, wo man dann im Verlauf die diffundiert, Silke, mit anderen Botschaften. Also, weißt du, was ich meine? Also, die dann besetzen mit anderen Botschaften, die man in sie rein infiltriert. Mhm.
Also wo das Dunkle kommt, im Gewande, sage ich immer, des Leuchtenden, des Spirituellen, des Aufklärerischen. Aber wenn das Mäntelchen abziehst, siehst du, dass da eigentlich ganz was anderes drunter sitzt. Ja. Mhm. Ist das so ein bisschen verständlich, Silke? Ja, genau, wir hatten uns ja auch schon privat, ich ahne, wir hatten da vielen, privat fallen ja auch immer mal Namen. Wir wollen ja jetzt hier keine Namen nennen. Nee, es geht ja nicht darum, genau, dass man da irgendwelche Kollegen, diffamiert, ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also gerade so als feinfühliger Mensch, der auch der Intuition folgt, spürt man das irgendwann. Man resoniert einfach nicht mit den Aussagen, mit diesen Menschen. Richtig, es ist ein Resonanzgefühl. Man wird abgestoßen. Also was mich mal gewundert hat, einen Namen möchte ich mal nennen, und zwar den Sadhguru. Dem folgen ja auch viele Spirituelle. Ne, der sagt ja auch viele wichtige Dinge, aber mich hat mal erschreckt, was er gerade zum Peaks gesagt hat, zu diesem Corona-Thema oder dass Menschen reduziert werden müssen. Da gibt es irgendwie so ein ganz kurzes Interview, was ich gesehen habe, wo ich dachte, wer steckt wirklich hinter diesem Menschen? Ne? Von welcher Energie wird er geleitet? Und das sieht man aber auch überall, dass so gewisse, auch in spirituellen Kreisen, so große, dass es so gewisse Persönlichkeiten gibt, ob es der Sadhguru ist, selbst der Dalai Lama, ne? Ich habe ja mich früher auch viel mit dieser Figur beschäftigt, auch Filme gesehen, Biografie gelesen, und dann denke ich mir jetzt, der steht ja auch unter diesen gewissen Agenten, die hier durchgezogen werden. Ne? Man hat das Gefühl, dass überall in verschiedenen Bereichen gewisse Figuren installiert wurden. So scheint es, die dann einfach diese großen Veränderungen mittragen, wo man sich fragt, die dienen doch uns gar nicht. Wem dienen diese großen Veränderungen? Naja, deswegen gilt es ja auch hinzugucken, Silke. Ja. Deswegen, das ist aber so schwer. Also wenn einer jetzt nicht unbedingt so diese Brille aufsetzt und da genau hinguckt, das meiste Zeug ist super gut aufbereitet, das klingt toll. Ja, also auch diese Leute, die Koryphäen, die Trainer, die Motivationsmenschen da draußen. Ich meine, das sind ja exzellente Performer. Und die haben auch eine riesen Aura oft auch, ja. Also viele gehen dann auch so ein bisschen in die Richtung und richten sich so ein bisschen her wie so ein weiser Magier oder wie Jesus Christ persönlich, ja. Und ist klar, dann fallen viele Leute auf diese Performance auch rein, ne? Ja. Man kann den Leuten auch nicht böse sein, ja. Das ist... jeder normal denkende Mensch geht ja davon aus, dass das, was er sieht, real ist, ja. Wo kämen wir denn in der Welt hin, wenn wir jetzt überall kein Vertrauen mehr haben dürfen, ja? Weil wir sagen, überall lauert das Dunkle. Ne? Das ist das Problem. Also, aber ich sehe es recht bedrohlich, also weil die wachsen gerade wie die Pilze aus dem Boden. Also auch wenn du mal guckst, vor ein paar Jahren gab es da so viele Leute, die da jetzt gechannelt haben oder als Medium tätig sind und schon wissen, was da jetzt alles kommt. Und das ist ja, das nimmt ja Größenordnungen an, das sprengt ja alles. Ne? Also ich muss auch sagen, was Spiritualität angeht, ich muss sagen, da war ich immer sehr verhalten oder sehr zurückhaltend, was ich da so im Außen gesehen habe, das hat oft nicht mit mir resoniert. Ich habe da mal gedacht, vielleicht bin ich noch nicht so weit, vielleicht liegt es an mir, aber ich denke, ich habe schon eine starke Intuition und ich kann dem vertrauen. Zumindest sind viele da draußen in der spirituellen Szene für meinen Weg nicht förderlich. Also die können mir nicht weiterhelfen, damit resoniere ich nicht. Und ich denke mal, es ist an jedem, so seine eigene Spiritualität zu entdecken, die Wahrhaftigkeit. Und ich sage immer, die Wahrheit findest du nicht unbedingt da draußen, die kannst du aber in dir finden, in dir spüren. Mit was resonierst du? Was ist gerade für deinen persönlichen Weg, was fühlt sich da gerade wahrhaftig an? Und das ist nicht immer nur das eine, ne? Da gibt es verschiedene Wege. Aber ich kann das total nachempfinden, deswegen resoniere ich auch immer mit deinen Videos, also mit allen Videos. Du bist so immer am Puls der Zeit. Ich kann das immer total fühlen, was du da sagst. Und ja, empfinde mich da auch oft wieder. Und eben auch, was ich schon am Anfang angesprochen habe, in dieser Aufklärerszene. Es geht auch darum, trotzdem auch in dieser Szene Angst und Panik zu machen. Zwischendrin immer mal so Krisennotvorsorge, irgendwelche Krisenpakete zu verlinken. Ja, kauft, kauft, kauft oder Bücher. Aber die Leute werden nur im Kreis gedreht. Es wird nicht wirklich gezeigt, wie man sich wirklich befreien kann, wie man wirklich das Wahrhaftige sehen kann. Und es gibt für mich so ein paar Punkte, die ich so in dieser Zeit, wo ich für mich versucht habe zu entdecken, in welchen Strukturen leben wir, indem ich versucht habe, das Wahrhaftige zu finden. Da gibt es für mich so ein paar Punkte, die ich für mich entdeckt habe, die mich sehr erschüttert haben. Und solange diese Dinge in dieser Aufklärerszene nicht angesprochen werden, meine ich, die Leute werden nur abgelenkt. Also gerade auch hier in Deutschland, Europa, finde ich, sind gewisse Themen ganz, ganz wichtig, auch Traumata aufzuarbeiten, um wirklich eine Befreiung. Also wenn die
gewisse Themen nicht auf den Tisch kommen, sehe ich hier keine Freiheit und keine Aufklärung und keine echte Souveränität, keine echte Freiheit für jeden Einzelnen. Und daran mache ich das immer für mich so ein bisschen fest. Wer lenkt ab, wer übernimmt teilweise Narrative? Und solange ich das sehe, ist das für mich nicht wahrhaftig. Ja, Silke, ablenken ist ein Punkt. Ja? Also, dass viele ablenken, dass die wahren Dinge nicht erkennen kann. Es ist aber auch meines Erachtens oft Angst schüren. Ja, wo dann ein Ding nach dem anderen reingepflanzt wird, wo, also du hast ja dann oft die Überschrift in Breaking News, sensationell, der Wahnsinn, heftig, krass. Weißt du, das ist so auch auf Bildzeitungsniveau aufgemacht. Da siehst du, dass dann immer die Leute praktisch penetriert werden mit irgendwelchen Angstbildern, Angstgeschichten, wo ich mir sage, okay, ich meine, da mag vielleicht ein Kern Wahrheit dahinter stecken, aber die Vermittlung dieser Information, die macht mich stutzig, weil ein bewusster Mensch, ja, oder jemand, der in der Wahrhaftigkeit ist, lass mich mal so sagen, der verpackt es nicht als Sensation oder als irgendwas, was mich torpediert, ja, sondern ich nehme den liebevoll an die Hand, verstehst du? Ich habe eine liebende Grundhaltung, versuche vielleicht zu informieren, aber so, dass ich den anderen nicht ängstige dabei, dass ich eher sogar die Angst rausnehme oder dass ich es sachlich erkläre und sage, Mensch, aber bleib mal ganz zuversichtlich, weil und so weiter. Also dieses liebende Element fehlt mir häufig, ja. Dieses respektvoll ist das falsche Wort, dieses Gütige, dieses ist ja schon fast antik, das Wort Güte, ja. Güte mit jemand haben oder Barmherzigkeit, ja. Aber du kannst solche Botschaften normal liebend einpacken. Und daran mache ich das fest, wer ist wahrhaftig und wer ist nicht wahrhaftig. Mhm. Wer ist in der Liebe und wer nicht. Bist du, wir hatten das auch jetzt kurz noch vor dem Video. Es gibt ja auch viele in der spirituellen Szene, die arbeiten generell nur mit Licht und Liebe. Dass man so alles aufheben, alles wieder hell machen kann. Was ist deine Einstellung dazu? Gerade das ist ja auch bei diesen Gurus häufig zu entdecken. Dass man hell machen kann. Also ich glaube, die Richtigen, die so das Licht in sich tragen, die können schon auf eine Art indirekt hell machen, ja, weil sie andere entzünden können. Aber wo ich mich distanziere, ist eben diese Haltung, ja, mit Licht und Liebe kannst du jeden umarmen und in die Liebe zurückführen. Und das streite ich vehement ab, weil wir müssen es nur mal akzeptieren, dass es Persönlichkeiten gibt, die du nicht mehr zurückholen kannst, weil es diese Kapazität der Empathie, des Mitgefühls nicht gibt und auch nicht mehr gehirntechnisch nachbaubar ist. Ja? Und ich kann ja nicht jetzt mit offenem Herzen und ausgebreiteten Armen auf jemanden zulaufen, der dann aber trotzdem mit der Lanze mein Herz trifft, jetzt als Metapher gemeint, ja? Das ist für mich Idiotie, weil das ist ja eine Selbstaufopferung, die letztlich ja nichts bringt. Also ich muss schon auch differenzieren, wen kann ich unterstützen, wem kann ich helfen, wem verschenke ich meine Energie oder auch mein Wissen, ja? Und wo muss ich aber aufpassen, wo dein Wissen aber auch missbraucht wird oder deine Güte oder deine Blauäugigkeit, ja? Mhm. Ja. Und diese Luft-Liebe-Szene so auf die Art, setz dich hin, meditiere und dann haut der Krieg ab und alles Böse in der Welt. Also da sage ich ja nichts gegen Meditieren und Gebet, ja, habe ich auch neulich im Video gesagt. Mhm. Aber so ab und zu mein Hindern, mein Puppes mal hochkriegen und mal was tun auch dafür, ja, für den Frieden, ja, das ist bestimmt nicht verkehrt. Ne? Mhm. Ja, ich denke, es ist auch an der Zeit wirklich zu reflektieren, wo möchte man seine Energie hinlenken, wie möchte man leben, in welchen Strukturen möchte man leben und dann einfach eine Konsequenz ziehen, wenn das heißt, sich zu reduzieren, zu minimalisieren, wirklich gewisse Werte nochmal zu überdenken, ja, um wirklich souverän zu sein. Ich glaube, kennst du diesen, ach, wie heißt er denn, Harald Kautz-Weller oder so, kennst du ihn? Ja, ist ein sehr intelligenter Mensch. Er hat auch mal gesagt, das Problem in der heutigen Zeit, ich glaube so ähnlich, ich weiß die Wortwahl nicht, dass viele Menschen einfach ihre Souveränität, die Verantwortung abgegeben haben. Ja, und dass man einfach mal, auch gerade was Gesundheit angeht, viele geben die Verantwortung einfach ab, an Politiker, an Ärzte, an Krankenhäuser,
Aber sie bekommen ja auch das Wissen nicht mit. Also ich meine, das ist ja ein systemisches Problem, ne? Die Menschen werden ja nicht von klein auf daraufhin, sag ich mal, begleitet, voll souverän zu sein, Verantwortung für sich zu übernehmen. Was ist auch echte Gesundheit? Was ist echte Bildung? Was ist echtes Wissen? Was ist echtes Miteinander? Was es heißt, empathisch zu sein? Ich meine, wenn man sich mal anschaut, gerade ich komme ja nur aus der Ernährungsrichtung, bin ja schon lange vegan lebend. In Deutschland gibt es haufenweise Massentierhaltung. Da werden Tiere gequält. Diese Energie auch, ja, und die Menschen nehmen dieses Fleisch auf sich, ne? Die Tiere werden gequält, das ist ein Stress ohne Ende, auch beim Schlachten, und die Menschen, die wollen noch billiger Fleisch haben, ne? Die sind sich gar nicht bewusst, was sie damit sich einverleiben, welche Energie, was das über die Jahre machen kann, nicht mal nur so körperlich, ne? Sondern eben auch energetisch für Geist und Seele, und das bekommen wir einfach nicht mehr. Es gab bestimmt auch mal Zeiten, wo das ganz anders war, ja, aber so nach 45 haben sich hier Sachen entwickelt, Strukturen entwickelt, die einfach nicht mehr den Menschen dienen, ja. Du wirst es auch kennen, du merkst es ja auch bei Menschen, wo kommen ungute Gefühle auf, ja, oder ich merke es auch ganz stark, wenn ich momentan einkaufen gehe im Supermarkt, also vielleicht klingt es für manche lächerlich, aber ich spüre die Energie von den Nahrungsmitteln. Ich ekel mich teilweise momentan auch für bestimmte Nahrungsmittel und kaufe sie nicht ein. Ja? Mhm. Und selbst bei Bio-Sachen, die du kaufst, ist auch, also da kannst du auch sicher sein, dass es auch nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Mhm. Ne? Ja, genau, das EU-Bio oder das Bio weltweit. Also ich weiß das auch. Ich meine, da gibt es ja den Dr. Mutter, das ist ein Umweltmediziner, nein, der hat auch gesagt, selbst ein Bio-Lebensmittel, gerade was aus dem Ausland kommt, es gibt irgendwie wie viel, 1500 Schadstoffe, das wird doch nicht alles darauf untersucht. Also, da werden Schadstoffe eingesetzt, das wissen wir hier gar nicht. Ne? Also man kann sich auch, sage ich mal, mit einem Bio-Lebensmittel aus dem Ausland, kann man sich auch zum Beispiel Schwermetall vergiften, ein Stück weit. Ne? Mhm. Und ich glaube, der Weg geht wieder dahin, ja, da ein bisschen souveräner zu werden, wenn die Möglichkeit besteht, entweder einen Teil seiner Lebensmittel selber anzubauen oder Bauern in der Region zu unterstützen, wo man weiß, die achten da sehr drauf, auf wirklich ökologische Nahrung, oder sie selbst Sprossen ziehen. Ne? Du hast ja auch schon Sprossen gezogen, liebe Susanne. Ja, habe ich angefangen. Da kann man sich ja auch ein Stück weit ein bisschen, also so gesunde, vor allem vitalstoffreiche Lebensmittel ziehen oder sich mehr mit der Wildkräuterkunde beschäftigen. Jetzt gerade von Frühjahr bis Herbst draußen gibt es so wertvolle Wildpflanzen. Ja, sich so, oder vielleicht auch eine Quelle suchen, wenn man in der Nähe eine Wasserquelle hat und kann sich da hochwertiges Wasser abfüllen, statt das aus Plastikflaschen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dass man schaut, wo kann man wieder ein Stück souveräner oder auch gesünder werden. Ne? Also, ja, aber du wirst nicht alle dahin kriegen, ja, Silke. Ich weiß. Weil ich sehe zwei große Gruppen. A, die also in diese kognitive Dissonanz gehen, die das Thema gar nicht an sich rankommen lassen wollen. Und B, die sind, also ich sage einfach, das ist auch eine gewisse Naivität, die wollen auf Teufel komm raus nicht daran glauben, dass es auch Dunkles gibt. Ja? Die glauben, alles ist Liebe und es gibt es gar nicht, dass jemand da drüben so böse sein kann oder Böses im Schilde führen kann. Ja? Und da könntest du jetzt losziehen und könntest missionieren wollen. Die wollen diese Wahrheit nicht. Und das darf man auch akzeptieren. Ich meine, wir müssen uns auch an den Gedanken gewöhnen, dass andere die Wahl haben, auch unterschiedlich zu denken. Ne? Definitiv. Auf alle Fälle. Bloß wenn es dann in diese Richtung geht, wie wir das jetzt seit den letzten zwei Jahren haben, wenn sich gewisse Maßnahmen verschärfen und die eben anders denken, anders fühlen, werden dann ausgegrenzt, ne? Und teilweise existenzbedrohlich ausgegrenzt, dann darf man sich schon fragen, ja, darf jeder seine Meinung haben? Weil wenn die Masse gewisse Maßnahmen mitträgt und ein Teil eben, sage ich mal, eine andere Perspektive, einen anderen Blick auf die Dinge hat und das eben gar nicht so nachvollziehen kann. Wenn es aber zu Lasten derer geht, wird es schon wieder kritisch mit, jeder kann ja denken und fühlen, was er will. Ne? Mhm. Wenn die Masse eben gewisse Maßnahmen unterstützt, die da von denen da oben, von den Nicht-Empathen, das sind ja in meinen Augen keine Empathen, die wir da ganz oben in den Führungsspitzen haben. Wir wissen ja auch, dass vornehm formuliert gerade. Wir wissen ja, dass in den Machtpositionen sich auch oft starke Narzissten und Psychopathen, man muss sich das nur anschauen, man muss ja nur mal den Leuten zuhören und da reinfühlen, was man da fühlt. Und ich will da nicht von meinen Gefühlen jetzt sprechen, die ich da empfinde. Mhm. Also das, ja, also, aber da muss man halt ja den Zugang dazu wieder haben. Bei mir war es tatsächlich so, ich war vor 20 Jahren auch noch recht naiv und gutgläubig,
Hab eigentlich so gedacht und gefühlt, wie du das beschrieben hast, so mit dem das Böse, das hat für mich so nicht existiert. Aber ich denke, es ist auch ein Schutz, wenn man das ausklammert, weil man es vielleicht gar nicht aushält, sich damit zu beschäftigen. Naja, klar, das macht ja auch Angst. Ja. Guck mal, die Leute haben doch Angst, die haben doch Panik. Du kannst ja nicht verlangen, dass jeder so stark gewappnet ist psychisch, dass er sich das bis ins Detail anguckt, was ja auch immer mehr auch aufpupst, ne, an die Oberfläche kommt. Das waren viele wahrscheinlich weit wegschieben von sich. Ne? Und bei mir war es tatsächlich so, Umstellung auf Rohkost und Entgiftung. Das hat bei mir wirklich einen Hebel, einen Schalter im Kopf umgedreht. Es ist nicht bei jedem so. Es gibt auch sehr bewusste, reflektierte Menschen, die da tief eintauchen, die haben mit Ernährung nichts am Hut. Aber ich habe gemerkt, dass so gewisse Nahrungsmittel, auch so Weizen, sowas, also dichte Kost, dass mich das betäubt, dass mich das auch von meiner Intuition wegnimmt, dass ich wie gedeckelt war. Ja? Und ja, durch diesen Weg hat sich das für mich nach und nach geöffnet. Dann auch die Medien irgendwann abgeschaltet und irgendwann fängt man an, selber zu recherchieren, da reinzuspüren. Und ich habe wirklich in den letzten Jahren viel geweint, weil ich das irgendwie gar nicht alles, das war wie eine Entgiftung. Weinen ist ja auch eine Art Entgiftung. Ja, ja, ich sage ja immer in den Videos, das ist Tränen sind wie eine Spülmaschine, sage ich immer. Ja, die holen das ja alles raus, was du da eingelagert hast. Ne? Ich glaube, das können sich viele, die mich so von meinen YouTube-Videos kennen, die können sich gar nicht vorstellen, wie oft und wie viel ich geweint habe in den letzten Jahren. Ich war einfach so schockiert, ich konnte es gar nicht alles fassen, was ich für mich da so entdeckt, herausgefunden habe. Aber es war heilsam. Also ich habe mir, also man kann tatsächlich dann auch eine gewisse emotionale, seelische Stärke entwickeln. Richtig, ja. Und man guckt sich, also wenn ich mir gewisse Dinge anschaue, dann kann ich mein Herz verschließen, meine Emotionen. Ich kann das ganz sachlich und nüchtern mir anschauen und habe mir einfach gelernt, mich zu schützen. Ja, habe ich immer wieder gemerkt, wo ich denke, boah, das ist, ich weiß, das ist jetzt ein ganz krasser Bericht, den ich mir anschaue, eine ganz wirklich heftige Information, aber es belastet mich nicht, weil ich gelernt habe, in den letzten Jahren eben auch mich zu schützen. Aber ich war schon immer jemand, ich habe immer schon zwar in kleineren Rahmen die Dinge hinterfragt, gerade was auch so die Herkunft des Menschen hat mich immer sehr interessiert. Aber in manchen Dingen, gerade was von außen, also von der Politik kam zum Beispiel, das habe ich immer alles naiv so hingenommen. Ich habe eher andere Dinge hinterfragt. Und dann kam auch mehr so, ja, in welchen Strukturen leben wir alles? Leben wir alle? Und ja, das muss man auch erstmal aushalten, sich damit zu beschäftigen. Ich kann verstehen, wenn Menschen das von sich wegschieben. Da merkt man richtig, da geht richtig so wie eine Klappe runter. So, und die wollen sich nicht mit gewissen Dingen auseinandersetzen, weil es auch ein gewisses Weltbild gefährdet. Weil es auch sie selbst, weil viele identifizieren sich auch mit ihrem Weltbild. Mit dem, wie sie, ja, klar, fahren, ja. Wie sie fühlen, wie sie denken, wie gewisse Dinge sind, wie sie zu sein haben. Und wenn man das in Frage stellt, wenn man daran rüttelt, das können viele nicht aushalten. Und deswegen machen sie nicht, deswegen wollen sie auch mit manchen Menschen nicht mehr reden. Deswegen schließen sie manche Menschen aus ihrem Leben aus. Also man kann es ein Stück weit auch nachvollziehen, wenn man sich reinigt. Ja. Ja. Aber das ist ja das, was ich zum Beispiel versuche in meinen vielen Videos zu machen. Also wer dies mal angeguckt hat, ich meine, ich versuche ja auch Informationen reinzugießen, ja, möglichst dicht, dass man vieles versteht oder metaphorisch auch versteht. Aber ich versuche es immer so zu machen, dass die Leute nicht verängstigt sind, dass sie den Weg mitgehen können und sagen, ja, die Susanne, ein bisschen hat sie da schon recht, ja, und gewöhnen sich häppchenweise an eine Sache, die sie sich allein vielleicht nicht zutrauen würden anzugucken. Ja, also das kriege ich ja oft auch gespiegelt. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, dass man den anderen hilft, Dinge zu verdauen, ja, was an sich passiert jetzt erst einmal ein Riesenbrocken wäre, wo sie sich selbst dran verschluckt hätten. Weißt du, wie ich meine? Und das ist so mein Weg oder das, was ich versuche mit meinen kostenlosen Videos ja da auch den Menschen mitzugeben. Ne? Ja, und du machst wirklich da eine sehr wertvolle Arbeit. Ja, ich hoffe es. Manchmal bin ich mir nicht so sicher, ob die Leute das merken, weil ich immer sage, ja, guckt halt mal hin, was ist wahrhaftig und was nicht. Ja, aber dann manchmal erschüttert es mich doch schon. Jetzt habe ich zum Beispiel gestern auch ein Kommentar oder hat mir jemand eine Mail geschrieben, ja, was ist denn jetzt? Magst du keine Narzissmus-Videos mehr? Magst du jetzt nur noch Kirchenvideos? Nur weil ich ein paar Zitate genommen habe, wo tolle Metaphern drin sind zum Verstehen der Jetztzeit, ja, wo ich einfach merke, manche, ja, die gehen halt den Weg nicht mit, aber das darf, wie gesagt, sein, ne? Und manche, wo es richtig ist, die sich einschwingen oder wo die gleiche Frequenz da ist, da begleiten wir uns eben, ne?
Dann sind es auch die Richtigen und dann soll das auch so sein. Ja. So auch die unsere Freundschaft jetzt, die hat sich ja auch erst durch diesen Kontakt generiert, ne? Wo wir gesagt haben, wow, das ist ja, wir haben ja viel mehr gemeinsame Nenner, als wir erst gedacht haben, ne? Die Psychotante und die Vegantante, ja, und wo ist der gemeinsame Nenner, ne? Weißt du? Aber es klappt ja gut. Ja, das ist der Blick auf die Dinge. So das empathische, reinfühlende, so auch das kritische Hinterfragende, zu gewissen Erkenntnissen gekommen zu sein. Ob das verbindet uns. So, ne? Also. Ja, und die Echtheit der Dinge, weißt du? Ja. Du hast halt einen anderen Blick, du bist da über Nahrung gegangen und was ist echt, ja, was nährt den Körper, ja? Und was ich mal angucke, auch wieder, was ist echt, was steckt dahinter und was nährt die Seele, ja? Und das ist ja ein Verbund, das gehört ja alles zusammen. Das hatte ich, glaube ich, schon in unserem letzten Video gesagt. Am Anfang ging es ja auf meinem Kanal eher so um Rohkost, Ernährung, Wildkräuter, auch mal Fasten und so. Und irgendwann habe ich eben erkannt, und das habe ich ja schon länger erkannt, Körper, Geist und Seele, aber ich habe mich an diese seelischen, emotionalen Themen erst nach und nach angetastet. So, das, also jetzt für mich persönlich schon länger, aber auch das so nach außen zu tragen. Und deswegen finde ich deine Beiträge einfach auch so wertvoll, wenn man erkennt, wie man tickt, wie man fühlt und ja, wieso bin ich so anders, wieso nehme ich das so wahr? Man versteht, man lernt durch deine Videos auch viel mehr über sich selber. Ja? Und auch, da kommen wir jetzt auch nochmal zum letzten Teil des Videos, weil du auch immer wieder Tipps gibst, wie man sich stärken kann, wie man da durchgehen kann, wie man was erkennen kann. Und wenn es jetzt auch gerade darum geht, folgt keinen falschen Gurus oder wie man gut durch die Zeit geht. Hast du da so ein paar Tipps, wie erkennt man was und wie kann man sich so stärken und stabilisieren? Was sind da so deine Tipps? Was kommt da bei dir so rein gerade? Wenn du das von mir hörst. Naja, es gibt ein paar kleine Punkte. Man muss halt genau hingucken, das auch verfolgen. Also du erkennst falsche Gurus, egal in welcher Aufklärerszene, immer daran, dass die einen Zickzack-Kurs verfolgen. Ja, du merkst, dass sie einmal das sagen, dann sagen sie wieder das. Also die schieben ihr Schiffchen schön immer mit dem Wind, ja, dass sie da mit auf die Bühne springen. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel vorhin auch wieder, da war so ein ganz großer Blogger, Kanal, ich möchte ihn jetzt nicht benennen, weil ich ihn nicht schlecht machen will, ich nehme es nur als Beispiel. Habe ich gesehen, da haben sie Artikel, da haben sie über die Hochsensiblen hergezogen vor ein paar Jahren, wie die irgendwie so einen an der Patsche haben und dass es ganz, ganz schwierig ist, mit denen auszukommen, weil und bla bla bla. Ja? So, jetzt lese ich einen Text, der war jetzt, glaube ich, ein Artikel von gestern. Wo es dann heißt, die genialen Hochsensiblen und was für eine wunderbare Gehirnstruktur sie haben, weißt du, wo du einfach merkst, dieser Zickzackkurs, ja, die bleiben nicht an der roten Linie, du merkst nicht, dass da irgendjemand im Hintergrund ist, der ethisch irgendeiner Sache verbunden ist, ja, oder seinem Herz oder seiner Agenda folgt, sondern da wird einfach marketingtechnisch geguckt, was gibt denn jetzt momentan gerade am meisten her an Themen, an Klickzahlen, was interessiert die Leute und dann gehen wir da voll in die Schneise rein. Okay. Ja? Also das ist, also da würde ich mal drauf achten, was ist jemand klarlinig oder ist er einmal für die Druckbedampfung, dann macht er wieder auf Buddhist, dann ist er wieder, was weiß ich, Bücher schreiben, wie schreibe ich ein Buch oder wie mache ich den und den Kurs, ja, verstehst du? Da merkst du, es sind verschiedene Themen und das ist so die zweite Sache, wo ich drauf gucken würde. Das sind häufig Versatzstücke, was die Leute präsentieren oder was ganz stark eben unterwegs ist, dieses Copy und Paste. Also du merkst, dass die, also in der Blogger- oder YouTuber-Szene kennt man sich gegenseitig. Und da sieht man ganz genau, wer von wem abgeschrieben hat oder wer ein Thema reingebracht hat und dann wird das irgendwie zusammengestückelt. Total lose Puzzle plötzlich reingepostet, also viel Nachplapperer, die überhaupt keinen Schimmer haben, von was sie überhaupt reden. Ja, also wo du merkst, das ist nicht ihr Thema. Wo ich auch noch ein bisschen aufpassen würde, ist die Selbsterhöhung. Also viele stellen sich ja da, wie toll sie sind und was sie alles gemacht haben. Wenn du dann aber mal ins Impressum gehst oder mal googelst und recherchierst, ist da überhaupt nichts so Tolles unterwegs, sondern das ist Selbstinszenierung. Ja? Mhm. Oder auch wieder ein Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel Videos sehe von jemandem, der sich hinten sogar einen Heiligenschein als Backgroundbild baut. Okay. Ja, ich nehme jetzt den Namen nicht, ne? Oder wenn jemand sagt, er ist der Oberkapo aller Spirituellen momentan, ja?
oder die Inkarnation oder der Neuankömmling in den Fußstapfen Jesu, ja, das ist eine Selbsterhöhung, wo ich sage, da stimmt was nicht. Sowas wird ein spiritueller Mensch nie tun, nämlich sich in den Vordergrund schieben oder sich auf groß machen, ja. Und du siehst ja auch viel an den, wenn du mal guckst, ja, wie das auch aufgemacht ist, aufgeblasene, emotionale, epische Musik im Hintergrund, ja, emotionale Bilder, die anrührig sind, ja, aber alles sehr perfekt, wo eine riesen Marketingstruktur dahinter steckt, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel an gestern denke, ich habe ja, weil ich da ein bisschen traurig war, ich habe einen sehr, sehr langjährigen Freund ja verloren und habe da, ich habe lange überlegt, ob ich das Foto posten soll überhaupt, weil es ein sehr inniges Foto war. Ich habe es gesehen. Mhm. Ja, und es war sehr schlechte Bildqualität, weil das damals ein Kind von mir geschossen hat und noch, da war Abend, also sehr schlechtes Bild, ja. Aber ich habe es trotzdem reingestellt, damit die Leute sehen, das ist echt, das ist echte Liebe, das ist echt, das muss nicht geschönt werden, das muss nicht mit irgendwelchen Grafikprogramm hochgetunt werden, es ist echt, auch mit seinen Fehlern oder auch in meinen Videos, ich habe kein Schnittprogramm, ich habe kein, ob jetzt das Licht ein bisschen schief hängt oder ob, was weiß ich, der Lautsprecher mal nichts taugt, ja, aber die Leute wissen, es ist echt, die Susanne ist halt so, wie sie ist, ja, und draußen hast du den Eindruck, dass da eben oft alles Kunst, das sind unglaublich attraktive Konstrukte, Konglomerate von Bildern, von Musik, von Sprache, wo einfach alles perfekt ist, ja. Und da traue ich nicht einen Millimeter. Ja, da gibt es noch viel, viel mehr Punkte, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, ja. Da können wir ja anders mal irgendwann wieder mal ein Video oder so machen, ja. Aber auf die drei Dinge würde ich auf jeden Fall ein bisschen achten. Oder vielleicht der vierte, den ich vorher noch genannt habe. Frag dich bitte, wenn du den siehst oder die Bilder oder das Video oder die Texte liest, spricht da ein Mensch, der liebend ist? Hat er Güte? Hat er Milde? Ja? Hat er Barmherzigkeit und will den anderen an die Hand nehmen, so dass er ihn durch die schlimme Zeit durchgeleitet? Demut vor allem auch noch. Ne? Sehr schön, ja. Demut. Demut vor dem Großen, vor dem, wie genau. Wir auch immer wir das nennen, dieses Göttliche. Mhm. Ist ja eh schon komisch, du darfst ja heute kaum mehr das Wort Gott benutzen. Oder wenn du heute mit Gott kommst oder Jesus oder Gebet, dann bist du ja angestaubt schon. Das ist ja schon fast vollkommen vom anderen Stern, ja. Aber ich benutze es trotzdem ab und zu, weil ich stehe dazu. Ich bin tiefgläubig, also warum soll ich nicht dazu stehen? Ich denke, viele haben auch so ein bisschen die Schrecken davor zurück, weil sie das auch oft mit der Kirche verbinden, ne? Und die. Das ist aber schon in den schon vor 70 Jahren daran gestrickt worden. Oder jetzt auch in den 70er Jahren mit dieser New Age-Szene, dass ja alles ersetzt wurde, ja, durch Universum, intergalaktische Föderation, der Kosmos, die Geistwesen, ja, es ist alles ersetzt worden, ja. Das ist ein Tabu inzwischen, vom Göttlichen zu reden fast, ja. Okay. Ja. Ich glaube, du hast auch mal in deinem, weiß gar nicht in welchem Sonntagsvideo das, glaube ich, war, du hast auch mal gesagt, das fand ich auch schön, das hast du mir auch schon persönlich geraten, wenn man überfordert ist mit irgendwas, dass man die Dinge auch mal abgibt, dass man sich eben verbindet nach oben und dass man auch mal sagt, ich weiß jetzt nicht weiter, gib mir einen Hinweis, auch Hilfe oder gib mir ein Zeichen. Ne? Also das hast du sehr schön formuliert und das ist wirklich erstaunlich, was da möglich ist. Also ja, weil das sind Experimente, die kann jeder selber machen. Ich sage immer, das kostet dich keinen Cent. Ja? Das kostet dich vielleicht mal 5 Minuten Aufwand am Tag, wenn du abends in deiner Pritsche liegst. Dass du einfach mal sagst, du pass auf, wie du das da oben nennst, ist dabei egal, kannst du bitte übernehmen. Ich schaff's gerade nicht. Ich bin überfordert, ich bin durch den Wind, ich habe die Kraft nicht dazu. Und dann einfach gucken, wenn man das mal ein paar Abende macht, ja, was siehst du für Zeichen, was passiert denn da, passiert da wirklich was? Und wenn du das dann selber merkst, ja, was brauchst du dann noch Erklärung?
Da brauche ich keinen, der jetzt mit Kirche kommt oder missionieren will. Das sind existenzielle, wichtige Erfahrungen, die wieder zurückführen dahin, dass wir sagen, wir müssen nicht alles allein tragen, auch jetzt in der schlimmen Zeit, sondern wir können abgeben und wir werden ein Stück weit auch getragen. Ja, also da, wo wir es brauchen, dann. Ja, es ist nochmal so ein schönes Schlusswort. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe es ja dann auch probiert. Du hattest es auch dem Henry empfohlen und er hat es auch dann, also es ist schon faszinierend so, weil man ist dann auch viel wachsamer und aufmerksamer. So, Ja, genau, du kannst dein Zeichen man öffnet plötzlich sich auch mehr für lesen. diese Zeichen dann, ne? Ja. Ich habe von dir das Sprossenziehen gelernt für meine Gesundheit und ich darf euch das nahebringen, lernen darf ich es euch nicht, aber nahebringen, das einfach auszuprobieren und dann selber die Zeichen zu lesen. Ne? Dass es eben noch eine Möglichkeit gibt, die ja von der wir ja auch Richtig. komplett abgeschnitten werden. Ne? So Genau. werden wir ja gar nicht, ich mag ja gar nicht mehr erziehen, aber begleitet. So werden wir ja gar nicht von klein auf begleitet, dass das möglich ist, was da für eine Kraft, für eine Stärke dahinter stecken kann als Begleitung. Ne? Genau. Ja, also ich wollte noch zum Schluss sagen, gerade auch so in der Aufklärerszene, so auf Telegram ist mir aufgefallen, dass, weil du auch vorhin gesagt, glaube ich, Copy and Paste, dass das manche auch machen, ne? Sie, Das ja. merkst du auch nicht nur in der spirituellen Szene, auch in der Aufklärerszene. Ganz viele, die klauen Texte von, in meinen Augen, wahrhaftigen Kanälen, die das alles umsonst machen, die ganz viel umsonst machen, die nicht irgendwie einen Kurs verkaufen oder Bücher. Und die, da wird, also das ist mir jetzt in den letzten Wochen ganz bewusst aufgefallen, die lassen wirklich dann die Nennung des Kanals weg und schmücken sich mit fremden Richtig, Vätern. Das sind ganz ganz viele genau. Kanäle. Und teilweise gibt es sogar wahrhaftige Aufklärer, die bekommen sogar noch eine Anzeige. Ja, die müssen sogar noch Strafe bezahlen. Also das, in den Aufklärerzähnen sind auch so unwahrhaftige Menschen dabei, die auf Da hast an. du auch diesen Krieg, muss man ja vorsichtig nehmen, Ja. das Wort, aber diese Komplementäre, die Ja. Wahrhaftigen und die alles an Kleidungsstücken dem anderen wegreißen und sich selbst anziehen. Ja, also das ist sehr wichtig, dass man da genau hinschaut, ja, und sich da nicht einfangen lässt und eben das Wahrhaftige in sich sucht, aber auch das Wahrhaftige im Außen. Und ja, liebe Susanne, ich danke dir sehr wieder für den wertvollen Austausch, für die hilfreichen Tipps für meine Zuschauer. Ich danke dir sehr. Und ja, jetzt an die Zuschauer, gerne eure Meinung, Gedanken wieder zu diesem Video, eure Erfahrungen, wie seht ihr das? Wie seht ihr das im spirituellen Bereich, aber auch im Aufklärungsbereich? Genau, könnt ihr das nachvollziehen, was wir gesagt haben? Was sind eure Erfahrungen, eure Gedanken dazu? Wir freuen uns über regen Austausch unter diesem Video und schaut unbedingt bei der Susanne vorbei. Sonntags die Videos, das ist immer für mich jetzt schon so ein schönes Ritual. Ist für mich jeden Sonntag dabei. Ja, genau. Alles Liebe euch, auch dir, Susanne. Alles Gute, alles Liebe. Ganz viel Zuversicht, ganz viel Kraft für uns in diesen besonderen Zeiten. Und ja, bis bald, ihr Lieben.